So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft Together mit Lukas Möller. Ja, jetzt kurz warten, meine Festplatte muss ich erstmal einkriegen, weil der jetzt wieder anfängt hier zu aufzunehmen. Krieg dich wieder ein, ey! Ja. Hier haben wir aufgehört. Oh, Alter, der braucht echt lange, bis er es wieder einkriegt. Warum ist das denn jedes Mal so, wenn ich aufnehme? Verdammt. Ja, im letzten Part habe ich angefangen, diese Spawnhaus zu bauen. Kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, weil, ja, hat mir beide nicht aufgenommen, aber, na egal. Eigentlich sollte jetzt Bowser Lord kommen, aber ich habe ihn jetzt ständig auf Skype angeschrieben, gefragt, wann er eigentlich soweit ist, aber er schreibt mir einfach nicht zurück, dass er soweit ist zum Aufnehmen. Das schreibt er einfach nicht. Also, Bowser, wenn du das jetzt siehst, bitte gib mir mal ein Zeichen in den Kommentaren, warum du nicht antwortest. Der Part wollte ich schon vor zwei Wochen aufnehmen und du gehst nicht ran. Und da wir jetzt leider mit Part dran haben, muss ich jetzt einfach jetzt ein paar Parts ohne Live-Gäste aufnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, wieder ein bisschen Vorsprung rauszuholen. Das heißt, an alle anderen, die jetzt als Live-Gast angemeldet sind, eure Parts werden jetzt sozusagen ein bisschen nach hinten verschoben, aber eure Reihenfolge bleibt erhalten. Ja. Aber ein Live-Gast wird am nächsten Mittwoch mit mir aufnehmen. Das haben wir jetzt ausgemacht. Also die Person kommt dann direkt zu mir ins Internatszimmer. Und einer hat vergessen, seinen Timer wieder einzustellen. Bin ich behindert? Na gut, stelle ich den Timer ein, setze darauf aus, dass ich gerade 2 Minuten aufgenommen habe. Okay. Ja, das alles passiert, wenn man hier aufpasst. Naja, ich habe hier von Lukas nichts gehört und ihr seht schon, die Beleuchtung ist immer noch an. Ja, Jesek ist jetzt online. Ja, Jesek, mach mal schnell Werbung für deinen neuen Kanal. Kannst du deinen neuen Kanal klein in den Kommentaren schreiben? Und ja, Lukas hat viel Redstone. Erde. Ich liebe Erde. Ich stehe auf Erde. Okay, das sage ich jetzt ein bisschen zu papermäßig. Viel zu papermäßig. Ja, ob es glaubt oder nicht, Lukas kann mich hören. Eben habe ich den Skype-Telefon-Chat an, auch wenn er nicht reden kann. Ja, jetzt wollen alle wissen, warum kannst du nicht reden? Ja, ich weiß. Alles Fragen, die man nicht beantworten kann. So, wie bauen wir das jetzt? Ja, kannst du wiederkommen? Ich baue mal hier weiter den Aufstieg aus. Gut, das haben wir hier. Dann hier, hier und da aufbauen. Oh, ich brauche wieder haufenweise Holz. Ich bin holzarm. Und nein, ich habe keinen Holzarm. Ja, man kann das alles zweideutig sehen. Das ist so das Krasseste immer. Alles, was man sagen kann, kann alles zweideutig klingen. So viel LPM. Okay, gibt's irgendwas Zweideutiges zu LPM? Irgendwas Falsches? Sagen wir einfach mal. Schreibt's in die Kommentare. Ja, das hat Paper sagt auch schon mal in die Kommentare auch mal gesagt. Wir sollen irgendwas Falsches sagen. Er hat's mal gesagt zum Wort Rollstuhl. Also, kennt ihr irgendwas Falsches zu Rollstuhl? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich weiß, ich bin krank. Habe ich jetzt an meinem Kommentarstil ein bisschen gearbeitet durch Supersonic Warriors. Ja, da hat sich auch nichts getan. Wer folgt eigentlich unseren Videochannel, also von mir und MSL Let's Play Chaos Gamers? Schreibt's mal in die Kommentare auch mal. Wäre auch mal interessant. Okay, er folgt unserem. Mit welchem Part hast du denn jetzt aktuell gesehen? Aktuell ist bis Part 18 online. Keine Ahnung. Okay, gibt's ein Part 0? Okay, Part 0 soll es auch mal geben. Wenn ich einen produzieren kann. Okay, willkommen zum neuen Part von Let's Play Dragon Ball Supersonic Warriors. Okay, das klingt echt dermaßen strange. Sowas kann nämlich nur ich. Nur ich kann ein Part neu produzieren. Erstmal in die Villa. Und ein bisschen Werkzeug bauen. Ja, wir schmücken unsere Villa noch aus. Keine Angst, da kommt noch Zeugs rein. So, was bauen wir jetzt? Verdammt.
Ja, beschwer dich mal bei Master Lord. Er hätte mit mir aufnehmen müssen, aber ja. Er antwortet ja nie und dadurch passiert sowas. So brauchst du ein bisschen schuldig. Keine Sorge, ich würde jetzt keiner hassen. Niemand darf ihn hassen. Ihr dürft nur Papertrakt hassen, wenn er nehmen, wenn er sich weigert. Apropos, der morgen kommt doch. Nee, heute kommt, heute ist ja Samstag. Der Part 11, da kommt ja diese Ansage an euch gegen Paper Zockt. Stimmt, das darf ich ja nicht vergessen. Also, wenn ihr noch Paper Zockt sehen wollt, also los, schreit ihn an, macht ihn fertig. Ihr könnt zur Not auch mit der Mauch reden, der findet auch manchmal, dass Paper ein fauler Sack ist. Auch wenn er mit seinem letzten Mauchkanal sehr wenig macht. Ja, wir müssen die Mauch auch herholen. War nochmal die Villa am Strand. Am wunderbaren Strand, wo viele Steine stehen. Sie stehen, sie schweben. Das ist eine Villa. Ich weiß, meine Sätze klingen so dermaßen strange. Ich meine, ich weiß, was ich da eigentlich gerade erzähle. Villa ist gut, alles okay. Villa, mach ein Best-of. Tut mir leid, ich kann's nicht, ich habe kein Videoschnittprogramm. Oh. Scheiße. Ja. Macht ein Best-of wirklich mal davon. Ich meine, das einzige Best-of, was von mir existiert, ist mein Best-of zu Pokémon Revolution, was von mir produziert wurde. Sonst existiert keins. Ihr müsst mal eins machen. Ich will sehen, wie witzig ich war. Ich will Lachfleisch sehen. Oder wenn jemand von euch selber Best of Creator ist, macht's einfach mal. Between HP oder wer noch Drachen Best ofs. Ihr könnt sie auch mal machen, wäre auch mal cool. Sucht aber eins, was wirklich witzig ist. Ich glaube, bei den ersten vier werdet ihr schlechte Karten haben, da war es noch nicht so witzig. Vielleicht Fruit and Planet nehmen, da bin ich richtig witzig, das ist sowieso bald vorbei. Part 28 wurde released, das heißt noch drei Parts kommen, dann ist es vorbei. Ja, ich sag jetzt, wann das Epic endet, obwohl, ich überlege gerade, das Video kommt ja nächsten, heute kommt Part 11, Part 12 kommt am Dienstag, Part 13, also dieser kommt am Donnerstag, das Squid Planet schon vorbei. Holz! Ich bin Holzgeil und es wird Nacht. Mal schauen. Friedlich. Es war schon Nacht, aber es ist noch nicht Zeit fürs Bett. Bin gerade nicht bei der Villa, ich bin irgendwo tief im Dschungel und baue Holz ab. Ich kann gerade nichts sagen. Aber ich bin echt erstaunt, wie viele schon bei meinem Together-LP dabei sein wollen. Endboss-LP möchte gerne mitmachen. Marvin zockt. Wer hat sich jetzt kürzlich gemeldet? Alino9004 hat sich bei mir gemeldet und möchte mit dabei sein. Lukas, du solltest eigentlich Alino9004 kennen. Laut YouTube bist du einer seiner Abonnenten. Ja, er kennt diesen YouTuber. Ich empfehle wirklich Alino, dass er mit Umbro Customer aufnimmt. Hypercam ist zwar cool, ich habe auch damit schon gearbeitet und ich hasse diese Asynchronität davon. Ich hasse die wie die Pest. So, jetzt Holz. Dann baue ich mir irgendwo ein Bett auf. Das können wir auch gleich mal machen. Ich brauche irgendwas zum Pennen. So. Ach, stimmt, ja. Das Video kenne ich noch, das war so dermaßen witzig. Wo, ich erzähl's einfach mal, wer es nicht gesehen hat. Ich glaube, die meisten haben es auch nicht gesehen. Da haben wir in meiner 1.5.2-Welt, Tromstadt, das ist eine Welt von mir, in meiner riesen Baustelle einen 20-Kerner mit TNT gebaut. Zur Info, was der Kerner eigentlich bedeutet. Die Zahl, die ich da nenne, ist die Zahl von Länge mal Breite mal Höhe. Komplett gefüllt. Ja, das ist ein 20-Kerner gewesen und den haben wir auch gejagt. Das hat sogar Lukas Aufnahme zerschossen.
Und da musst du dann weiter aufnehmen und da war es schon vorbei. Na, bei mir hat's OBS erschossen. Also ich muss sagen, das war die höchste Explosion, die wir jemals erzeugt haben. Respekt an das, was ich da abgelegt habe. So, mit dem Holz bauen wir weiter. Ja, ich nutze keine Erde. Erde ist für den Arsch. Okay. Wenn du das sagst. Ich würde hier zwei Leitern setzen. Dann könnte ich hier hochbauen. Alter, warum fasst du jetzt mal die Erde an? Ich bin Erde, geil. Scheiße. Ich habe mich geoutet gerade, sowas von hier. In der Erde. Obwohl Marvin sagt, hat sich schon eher geoutet. Nachdem er gesagt hat, Connell ist schwarz. Was ist mit Hexit? Das gab da Hexit, ach, das habe ich ja fast da vergessen. Das gibt's ja auch noch. Stimmt, Hexit existiert noch. Vor allem finde ich das Baumhaus von Bowser Lord in seinem Hexit-LP richtig geil. Habe ich das schon mal gesagt, Bowser Lord? Müsste ich eigentlich gemacht haben. Das Haus ist richtig nice. Und Musik wird es demnächst vielleicht auch mal wieder geben. Ich gucke nach, ob ich Tales of Xillia 2 Musik einspielen kann. Wegen Connetti will ich nochmal das erstmal prüfen, bevor ich diese Musik einspiele. Und wir haben bald Besuch. Na, wir jetzt leider mehr Parts brauchen, würde ich sagen, wir machen mal ein paar kurze Parts. Ist es berechtigt? Ja. Lukas, machen wir schon ein paar beenden, weil ja. Ich brauche kurze Parts. Machen wir es einfach mal. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt Kommentar, vergesst Wertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ich muss machen, wir brauchen kurze Paarzeit und wir haben gleich Besuch wieder. Also bis dann, Leute!